Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von The Last of Us. Wir haben damit aufgehört, dass wir hier eine etwas größere Schlacht gehabt haben, aber wir waren erfolgreich und ich habe jetzt nochmal neu geladen. Ist für mich ein neuer Tag, also Aufnahmetag, und habe den ganzen Loot nochmal eingesammelt. Ich habe nämlich nochmal nachkontrolliert, ob er das auch wirklich gespeichert hat. Hatte er nicht. Das habe ich jetzt schon mal gemacht und ich würde sagen, wir gehen weiter und schauen, dass wir aus dieser Stadt irgendwie herauskommen. Hier hinten habe ich aber 25. Nice. Ah, da hat jemand Poker gespielt. Gibt es hier noch mehr geilen Loot? Nö. Boah, so eine Säge, glaube ich, kann praktisch werden. Oh ja, so ein Grill. Brauche ich noch in der neuen Wohnung. Wir haben gerade die quasi Einweihungsparty gehabt. Lief alles bestens. Okay. Die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Gott sei Dank hat es immer diese Wagen. Okay, einmal drunter. Okay, aber hier gut ist. Okay, ich könnte das tatsächlich wieder nehmen. Muss ich das vielleicht sogar? Hey, da liegt was. Nice, mitnehmen. Nee, also wegen Grill, also ich werde mal keinen neuen Grill kaufen, aber so einen halbwegs guten Weber-Grill gebraucht. Gas. Hilf mir mal damit. Hier. Ich habe. So, komm, da dann. Reicht das? Okay. Werkbank. Okay, erstmal Sachen einsammeln. Und dann schauen wir erstmal wegen die Pillen. Wie viel haben wir da? 25. Okay, das reicht für gar nichts. Dann schauen wir wegen Upgrades. Okay, dann mal los. Okay, Nachladekapazität, Feuerrate, Feuerrate, Nachladetempo. Rückstoß, Ziehtempo. Ich glaube, ich möchte da Nachladetempo verbessern bei dir. Das habe ich schon einmal gemacht. Schneller abzufeuern. Ja, machen wir mal. Ich möchte die Upgrades halbwegs gleichmäßig verteilen. Sehen wir da hier jeweils eins. Bei der anderen Waffe, wie sehen wir da aus? Die sieht geil aus. Schussfolge. Mehr Kapazität. Machen wir mal Schussfolge. Okay. Haben wir noch 43. Nachlade, Ziehtempo. Rückstoß. Machen wir da mal das Ziehtempo. Auch wenn wir den eigentlich noch nicht wirklich genutzt haben. Okay, neue Schnur. So wie es aussieht. Was sollst du was machen hier? Kapazität, Nachladetempo. Ach komm, gib mir dem noch mein Nachladetempo. Plus 5. Ah, andere Tobel. Okay. So, das war's. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Genug mit dem Upgrade. Sehr schön. So, dale. Bitte in kein weiteres Haus mehr rein, wenn es geht. Oh, Scheiße, runter, runter. Ziemlich viel los, weißt du?
Kein Essen und ein paar Schuhe. Wir haben nichts. Gehen wir. Alter, was für Arschlöcher. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Ah, nicht weiter drüber nachdenken, Ellie. Gehen wir zur Brücke. Okay. Ja, bitte. Wir müssen hier weg. Hm. Unbedingt nach oben. Denk auf. Wenigstens haben sie die beiden getötet. Scheiße. Ich dachte, sie hätten es aus der Stadt geschafft. In dem Schott muss eine ganze Armee sein. Fuck. Wie haben wir es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen? Suchen wir weiter. Ich will vor Sonnenuntergang fertig sein. Ist gar nicht mehr so schlecht, dass er jetzt herkommt. Fuck, der andere sieht mich jetzt. Oh, das ist sogar sehr gut. Dann habe ich gleich alle zwei. Ja, und Ellie? Ja, genau. Komm her. Schau doch mal nach, wie es deinem Kollegen geht. Hey lol, ich sehe ihn nicht mehr. Wo ist er hin? Warum bist du jetzt nicht hergegangen? Bist du... Ich glaube, der ist alleine. Nice. Nice. Hämmer das auch? Du bist besser. Dich nehme ich mit. Wenn man das hört, wenigstens haben sie Angst. Du musst trotzdem wachsam bleiben. Ich meinte nur, es ist gut, dass du bei mir bist. Danke. Ah, wir haben sie in die Flucht geschlagen. Okay. Ein Großteil ihrer Streitmacht zog sich zu Liberty Avenue zurück. Um Mitternacht schlagen wir zu. Trommelt alle Kampffähigen zusammen und bewaffnet sie. Wer noch stehen kann, kann auch kämpfen. Jeder, der sich weigert, mit uns zu kämpfen, wird vertrieben. Jeder, der die Armee unterstützt, kann ein Exempel statuieren. Heute Abend werden wir diese Tyrannei am Ende setzen und ein neues eigenes Leben beginnen. Naja. So, Goodies. Beziehungsweise erstmal schauen, ist noch jemand hier? Nö. Dürften nur die zwei gewesen sein. Hier, glaube ich, war ja nichts. Moment, liegt da was? Nee. Okay, das sieht irgendwie danach aus, dass wir Stress kriegen, wenn wir da runtergehen. Lass mal da hinten schauen. Du bist auf der Hinterseite? Nee. Was? Dawn of the Wolves? Teil 2. Das sieht aus, als wenn es hier Stress gibt. Was? Da oben. Joe, da! Dankeschön. Wir müssen ja irgendwo auftauchen. Das ist ein Glückstag.
fuck, komm, das hat's auf. Im oberen Stockwerk ist einer da oben. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich sehe ihn. Deckung. Ja, wir haben zwei Leute, die sollten wir eigentlich leicht ausschalten können. Und solange er nicht auf die Straße schaut, würde ich sagen, gehen wir mal hier rein. Da hatten wir ja schon schlimmere Gegner als wie die. Oh, ja, 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 ja. Oh, Scheiße. Das sind drei. Ich glaube, ich bin jetzt hier gerade ein bisschen. Auf einer schlechten Position. Ich warte, bis er wieder herkommt. Aber wenn er hier gewesen ist, muss er eigentlich wieder herlaufen. Okay, er geht nach hinten. Er läuft da vorne hin und her. So, komm, Nummer 3. Komm hierher wieder. Okay. Ich glaube, er kommt. Ja, brav. Geh ins Treppenhaus. Noch ein Stück. Komm her. Ah, jetzt muss er natürlich da vorne stehen bleiben. Ich glaube, es sind 5. Mit dem hier 6. Hat es noch 3 weiße Pünktchen in der Distanz. Jetzt komm doch endlich her. Der war hier drin. Wenn du jetzt wieder zurückgehst und das jetzt nur deine Startposition war. Oh, komm, Junge. Das war nur die Startposition. Warte mal. Na, Ellie, schieß doch auch mal. Kriegst du ihn? Ja, komm her. Schau mal her zu mir. Nice. Okay, dann hätten wir das auch erledigt. Du musst aufpassen. Ja. Okay. Die anderen. Nö, ich glaube, das war zu weit weg. Oh oh. Ja, nice. Kommt ihr jetzt alle hier rauf? Okay, ja, solange die hier nicht hochkommen, werde ich jetzt erstmal hier looten. Habt ihr da noch ein paar Präsente für mich? Yes. Was? Mob-Angriff hat jetzt den Sammelobjekten ansehen, okay. Ah, da wird's auch weit. Oh shit, die hätten noch von zwei Seiten kommen können. So, und jetzt kein Spielzeug für mich. Naja. Aber vielleicht hat er noch ein bisschen Spielzeug. Ah, Munition. Ja, gerne.
Ja, da hinten ist einer. Du bist jetzt bestimmt auf Alarmmodus, oder? Ja, da ist er. Gleich da! Hey, Waffe wechseln. Los, Deckung! Okay. Greif seine Flanke an! Was ist jetzt? Ja, ich glaube, das war's. Puh, cool. Das war verdammt knapp. Na, das bin ich jetzt nicht. Und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte? Savage Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Abgesehen von der Falle, haben wir ja sonst noch was Spannendes? Nö. Alte Bücherei, so wie es aussieht. Da laufen wir nicht rein. Was? Irrational Depot. Scheiße, da bin ich voll. Aber du hast Goodies. Na, zumindest da auch 4 Schuss. Ja, so ein Panzer würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Auch wenn der jetzt hier nicht so weit kommt, weil hier alles dicht ist. Oh, sogar ein zweiter. Death for Freedom. Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Und wenn sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Denk nicht darüber nach. Das ist aber manchmal schwer. So, haben wir hier Goodies? Da gab es einen dezenten Überfall hier. Oh, keine Goodies, das kann es auch nicht sein. Ah, da, Tür. Na, Messer? Ja, natürlich. Na bitte. Yes. Du hast 65 Zusätze, drücke Tab im Verbesserungsmenü. Ja, ja, gleich. Erstmal alles einsammeln hier. Ui, 50 Werkzeug. Holy shit. Yes, neue Upgrades. Ja, da haben wir noch was zum Lesen. Was haben wir hier Schönes? Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt, um die wir uns gekümmert haben. Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen oder vielmehr das, was davon übrig war. Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf im Arsch. In absehbarer Zeit können wir also nicht auf Panzern fahren. Die schwere Artillerie kann man auch nicht mehr retten. Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Wir konnten ihn reparieren, inklusive seines Kaliber 50 Geschützes. Dieses Ding ist undurchdringlich. Ich bin gespannt, ob sich noch jemand mit uns anlegt. Ja, mit Kaliber 50 kann man schon ein bisschen was anstellen. Nochmal, sollen wir vielleicht unsere Waffen mal durchladen? Die ist durchgeladen. Na gut, wir haben ja eh nur die 2. Federal Disaster Response Agency. Ja, ich glaube, das war's an dem Gebiet. Dann hey, hilf mir, gehen wir halt vermutlich wieder in ein Gebäude rein. Ach Mann. Hier, komm her, Ellie. Okay. Na bitte. Ladies first. Bezüglich Upgrades. Fertigungszeit. Nee. Maximale Gesundheit wäre halt nicht schlecht. Das Upgrade machen wir mal. Okay.
Was? Ja, was wird das sein? 500 Meter? 500 Meter, auf dem wir viel Stress kriegen könnten. Ist da jemand? Nee. Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. In dem da? Militärschule? Militärvorbereitungsschule. Ja. Ein anderes Wort für Waisenhaus. Was wohl aus den Kindern geworden ist? Dieses Haus ist schon lange verlassen. Die Kinder sind erwachsen. Ah, da hinten blinkt wieder was. Yes. Ja, ich glaube, das war so ein gutes. Okay, gehen wir mal in diese nette Gasse da unten. Petra Incident Security Force. Gehen wir durch die Gasse. Oh, oh. Der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Nein. 10. Da drückt er. Ich weiß nicht, 20? 25, Mann. Scheiße, das sind ein paar Leute. Du hast 25 Dosen Bacon? Ja, 24. Auch eine Paket. Woher hast du 24 Dosen Bacon? Militärspende im Hotel. Von damals. Okay, auf den Truck müssen wir aufpassen. Das Zeug ist okay. Wann machst du mehr? Warum? Warum wohl? Ich will was. Ja, klar willst du. Mann, ich hab deinen Arsch vor dem Ficker gerettet. Ich denk drüber nach. Eins, zwei, drei. Oh Mann, ich mach dir Brüchen, wenn du damit aufhörst. Shit. Die werden natürlich nicht wegfahren, die werden schön da bleiben. So eine Scheiße. Kann man nicht warten, bis die einfach wegfahren? Vielleicht sollte ich mal mit Ablenkung arbeiten. Ich würde sagen, Ellie, komm doch mal her. Ich weiß noch nicht, ob er das hören wird. Was zum Teufel? Er hat's gehört. Oh, wow. Okay, knapp. Fuck. Okay. Seine Art Geschützturm. Bleib unten. Fuck. Er ist also voll am Schießen. Geil. Mich jetzt überhaupt noch irgendwie weg? Hast du Munition dabei? Ja, hast du. Okay, sehr gut. Scheiße, was mache ich jetzt mit dem Fahrzeug hier? Und der Kollege, hast du noch was dabei? Ah ja, du warst halt voll, ne? Von diesem Sprengding kann ich ja nichts mehr machen, oder? Ja, wir haben noch eins von dem. Ah, so eine Scheiße. Das war nicht wie geplant. Vor allem, wo muss ich denn überhaupt hin? Da ist überall zu. Wir müssen an den Turm irgendwie vorbei. Hey, aber wo muss ich hin? Ich
In die Richtung, wo er zielt, ist es auch das, in welche Richtung er sehen kann? Wenn ich jetzt mal kurz den hier mache. Wow, wow, wow. Holy shit. Wo ist der? Steht er da hinten? Also der kann nach vorne, er ist nicht statisch. Aber er sagt mir jetzt immer noch nicht, wo ich hin muss. Nee, tauschen will ich auch nicht. Verdammt, wo muss ich denn hin? Mann, das kann es doch jetzt nicht sein, oder? Die Karte wäre jetzt nicht schlecht. Das ist voller Glas. Das bringt mir auch nichts. Okay, da das Tor ist zu. Ich habe so keine Ahnung, wo ich hin muss. Wir sitzen da so schräg gegenüber. Da hinten kann ich ja auch nirgendwo hin. Ich vermute mal irgendwie auf die andere Seite. So, er schaut gerade nicht. Ist der schlauer auf der anderen Seite? Okay, schau. Ich warte mal, bis er nach hinten wieder schaut. Okay, das war nicht sehr schlau. Ich glaube, wir müssen nach hinten rein. Lässt du es auch mal wieder? So schnell. Schnell, 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 schnell da rein. Fuck, da ist er. Mann, da ist noch einer. Komm her. Komm, komm, komm. Wo ist er? Er ist immer noch da hinten. Komm jetzt. Was mit nach hinten. Das Ding ist, ich kann halt einfach nicht von dem Teil jetzt hier irgendwie weggehen. Weil er einfach die ganze Zeit irgendwie eine. Jetzt was. Ich gebe jetzt meinen Warnschuss ab. Kann aber darauf reagiert. Molotow, können wir den machen? Ja. Okay. Oh, irgendwie. Yes. Hahaha. Scheiße, wir sind direkt neben ihm. Nein. Fuck. Ja.
Ist das the way to go here? Ich glaube, wir müssen auch dahinter, oder? Oh Gott sei Dank. Wo kommt immer her? Wo ist der jetzt hingefahren? Okay. Wo kommen die eigentlich immer her? Mann, Mann, Mann. Ja, genau, du stehst natürlich wieder da hinten. Andere hey, Waffe. Los, Deckung. Okay. Okay, danke schön. Noch einer hier. Wow, 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 wow. Ellie, komm, wir gehen mal hier nach oben. Okay, hier scheint keiner zu sein. Okay, da geht's noch draußen. Danke. Bevor wir da raufgehen, erstmal umschauen in den anderen Raum hier. Ah, bitte gib mir Munition. Yes, Revolver. Hat sich schon gelohnt. Hier noch was? Ah, schmackhaft. Kakerlaken. Der hört uns doch bestimmt, oder? Okay, das ging nochmal gut. Alter, habt ihr nichts Besseres zu tun? Soll ich mit so einem Geschütz auf uns zu schießen? Ich glaube, sie sind weg. Das Erste. Die, glaube ich, werden wir wiedersehen. Und alle Zombies in der Gegend. Und sonstiges. Wissen jetzt, wo wir sind. Hallo? Bewegen? Okay, safe. Ey, hier sieht es eigentlich verhältnismäßig noch gut aus. Ellie, kommst du? Ich glaube, da so am Rand rüber. Oh Mist. Ist okay. Sie sehen uns nicht. Noch nicht. Ja, und jetzt da rein. Hallo? Ich hab mir schon gedacht. Verdammt! Joel! Warte, warte! Joel, hör auf! Da! Lass ihn in Ruhe. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel. Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Okay. Tut mir echt knappe Sache, aber wenigstens... Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan.
Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, das ja bevor wir gehen, soll ich mir erstmal umsehen. Jetzt Kinderzimmer. Eli, brauchst du ein bisschen Spielzeug? Ah, ich hab's doch gewusst. Yes. Wieder Verbesserung. Molotovs verbessert. Oh ja. Oh was? Sprengmittel sind voll. Ja, dann muss ich doch mal schnell was basteln, wenn das so ist. So, da. Einsammeln bitte. Bitte halt es nicht in der Hand. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer Wache. Was du nie sagst, wenn du wüsstest. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind der. Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Das ist sehr ehrenhaft. Moment. Erstmal umschauen. Oh, das wird aber was fürs Messer. Nice. Okay. Oder oh, der hat eine Katze gehabt. Ja, danke. Hat jemand Lust auf eine Runde Schach? Hey, Ellie, da ist was für dich. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics. Oh, cool. Oh ja, wieder für... Okay. Finde ich jetzt so vom Grundriss gar nicht mal so schlecht. Ellie, geh mal so mal weg. Ich muss hier mal gucken. Okay, im Bad haben wir nix. Ellie, geh außen... Alter, Ellie, hallo. Geh... Ellie! Dankeschön. Na, haben wir hier noch was? Ja, natürlich. Halt, da war noch was. Hey, komm her. Oh ja, 15 Pillen insgesamt hier drin. Und raus hier. Sorry, ich hab da mal Loot mitnehmen müssen. Was? Pop-Up-Toys. Wäre das nicht Toys R Us oder so? Halt, halt! Seid alle mal leise. Weg von den Fenstern! Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon, seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Ach komm. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Ach komm, und das Spielzeug hättest du mir jetzt aber lassen können. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Machst du die Tür auf, oder? Moment, da war was. Achso, das ist wieder das Gleiche. Oh, eine kleine Eisenbahn. Ach ja, als ich klein war, hatte ich auch mal so eine. Ja, komm. Auf mit der Tür. Hunter. Wo? Shit. Fuck. Ellie, gib uns Deckung. Hast du gefunden? Na klar. Nichts. Sam, da oben war wohl bleib jemand, bei ihr. Aber sie sind weg. Okay. Wo sind die anderen? Sie wollten nochmal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ja, okay. Zeig's mal, was eure Routen sind. Wir haben drei Kandidaten. Okay, er geht rechts weg. Kommst du auf mich zu? Ich meine, wir könnten die total leicht einfach so wegknallen, aber ich würde gerne Munition sparen, wenn es geht.
Alla! Dafür musst du bezahlen! Schade, das hat mal überhaupt nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Das war's. Nicht schlecht, Alter. Shit. Doch, das war schlecht. Ich wollte es nämlich ganz anders machen. Okay, einmal heilen. Warte mal, auf welchen Truck? Ach, auf den da. Da drüben! Noch mehr! Fuck. Warte mal. Nicht das Menü. Plotov. Wo waren die? Bird, Baby. Tot, Arschloch! Hab ich ihn erwischt? Hallo? Ich glaube, das war's, oder? Halt, 3. Ja. Geil. Habt ihr was da gelassen? Ach, da hinten ist er. Der hat's überlebt. Oh, schon wieder kaum Munition. Ja, wir gehen mal hier rein. Messer-Action. Eine Messer-Action? Oh, schade. Toilette? Oh, kein Loot, oder? Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Ich hab einen Schlüssel. Oh, Firefly. Und woher? Lang nicht mehr gefunden. Ich hab einen umgelegt. Er braucht den nicht mehr. Kommt alle rein. Ja, Sekütchen, okay, das sind nur die Aufzüge. Ja, okay. Komm her schon. So. Wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so? Ja, also, schaut auch recht gleich alt aus. Ja. Okay. Hey, Moment. Ein Zettelchen. Es gab einen öffentlichen Prozess, nachdem ein paar Teenager aus unserer Gruppe die Familie getötet hatten, die unsere Stadt gekommen war. Ich war mir sicher, dass man sie bestrafen würde. Stattdessen meint der Boss, sie hätten Vorräte für die Gruppe beschafft. Ich konnte gar nicht fassen, was ich da hörte. Und das war noch nicht alles. Er ordnete an, dass sich alle abwechseln sollten, um andere Überlebende in dem Gebiet zu jagen und ihre Vorräte zum Camp zu bringen. Es folgte Stille. Wir wollten gerade gehen, als zwei Mitglieder der Gruppe fingen an zu schreien und gegen das neue Gesetz zu protestieren. Sie meinten, er hätte kein Recht, so etwas von uns zu verlangen, dass dies nicht das sei, wofür wir kämpften. Ich wagte nicht, mich zu rühren, als die einzigen, die Moral bewiesen, von unseren Augen getötet wurden. Nächste Woche bin ich mit dem Jagen dran. Ja, schwierig. Was machst du denn so einer Situation? Überleben? Oder versuchen das Richtige da zu tun, aber dann dabei umkommen. Ja, und jetzt? Wir sind da. Da drin? Oh, das ist kein Schlüssel. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten, bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow.
Ich kann es gut. Au! Oh. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Okay, dann haben wir ja schon mal den Plan. Und so wie ich mich kenne, das bestimmt schief gehen. Aber wir sind schon wieder an der Zeit. Ich würde sagen, das sehr machen cool, wir in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann bis bald. Bleibt gesund. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.